Don't not. Promoter play. Builder end. Und damit sei gegrüßt, mein lieben Zwenke, Nomorbitz und Eladon, zu einem neuen Netztest. Wir spielen heute Gerda, A Flame in Winter. Ein kleines winterliches Spiel. Passt perfekt. Momentan, wie ich es aufnehme, in die hitzige Zeit. Wenn ihr das seht, ist wahrscheinlich auch wieder Winter. Bis ich das mal, so wie ich das vorproduziere hier. Ja. Vor Weihnachten vielleicht, keine Ahnung, wenn ich das hochladen werde. Sehr wahrscheinlich Weihnachten. Ja, passt also wahrscheinlich direkt zur Jahreszeit. Wir spielen die Demo dieses Spiels. Die Trailer sahen schon sehr nach. Es wird so, ich glaube, wenn ich das nicht alles, wenn ich das nicht falsch gesehen habe, es ist ein bisschen ein ernsteres Thema. Geht viel wenn ich das richtig verstanden habe, um Krieg und um Flucht und so. Das Spiel ist nicht gerade, also wenn ihr mit solchen Themen dann ein bisschen Probleme habt, jetzt an dieser Stelle vielleicht abschalten. Das ist da. Ja, falls euch das Thumbnail und der Titel nicht gewarnt haben, der Titel steht letztes zu gerne. Aber ja, falls das Thumbnail euch noch nicht entsprechend gewarnt hat. Tue ich es jetzt hier. Das wird ein bisschen härtere Kost, aber ja, sah ganz vielversprechend aus. Denke ich schaue es mir mal an. Spielen wir ein neues Spiel. Auf geht's. Jämlängsel Tag mit Järte, Dezember sind 1939. arme Hand, Da wisst ihr Bescheid. Sülme voll er, min Smerte, tritt ich aus an. Och nach des Hoffier Atem, ko jai til je meinen Hen. Just samt den Gang jai traften, fyller glæden mit sind. Du træt, trist og tvær, rejs mod dem, som du har kær. Der skal vor kolde hjerter varmes i hjemegnens skær. Nun, dann war Gerda. Auf Deutsch umstellen. Das möglich? Wahrscheinlich nicht. Ah, hier Language. Deutsch. Sprachausgabe Dänisch, Englisch, ja, machen wir es für Englisch. Ah, hier. Der Bahnhof sieht aus wie immer. Und wie sich die Stadt wohl verändert hat, seit ich das letzte Mal hier war. Gerda. Anders. Dialogentscheidung. Du kannst eine Option auswählen, indem du sie anklickst. Oder 1, 2, 3 bzw. 4 drückst. Ich fasse es nicht, dass du endlich zu Hause bist. War die Fahrt. Ganz in Ordnung. Ach, ganz schrecklich. Ach, ganz schrecklich. Es waren so viele Leute im Zug. Wir haben praktisch auf dem Schoß des Nachbarn gesessen. Es haben wohl alle eilig, für Weihnachten nach Hause zu fahren. Würde dich eine Überraschung aufheitern? Eine Überraschung?
Nennen wir es ein verrücktes Weihnachtsgeschenk. Aber zuerst musst du raten, welche Hand es ist. Die linke. In der linken. Ah, da hat's die Dame recht. Ein Schal. Gefällt er dir? Ich war mir nicht sicher, ob... Oh, er ist toll, vielen Dank. Sogar so toll, dass ich ihn gleich anlegen werde. Wie sehe ich aus? Es könnte dich nichts aufhalten. Ah, Mäuschen, da bist du ja. Papa, hallo. Tut mir leid, dass ich nicht hier war, um dir beim Aussteigen zu helfen. Ich musste einigen Passagieren auf dem anderen Bahnstrecken helfen. Herr Klein, schön Sie zu sehen. Hallo Anders, gleichfalls. Papa, fällt dir irgendwas an mir auf, das sich verändert hat? Verändert? Ja, mal sehen. Hast du... hast du etwas mit den Haaren gemacht? Na dann, oh, trägst du da einen neuen Schal? Ja, Anders hat ihn mir gerade geschenkt. Tja, der steht dir ausgezeichnet, Mäuschen. Glaubst du, deine Mutter würde so einen Schal gefallen? Ich bin sicher, sie würde ihn lieben. Apropos, wie geht es ihr? Ich vermute mal, sie hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt, weil wir zum Abendessen kommen. Also habe ich mich für... Jetzt habe ich das überblättert. Also habe ich mich für die Frühschicht am Bahnhof gemeldet. So konnte ich auch für deine Ankunft hier sein. Aber ich schätze, der junge Mann hier war vor mir da. Also dann lass mich mal deinen Koffer nehmen, Liebes. Nein, lass mich. Ich schaff das allein. Unfug, das können wir nicht zulassen. Was wären wir dann für Gentlemen? Und wie das für die Leute aussehen würde. Dem muss ich beipflichten. Liebling, du hast eine schwere Reise hinter dir. Lass uns das für dich tun. Nein, wirklich, ich bestehe darauf. Ach, wir haben wohl keine Wahl. So stur wie ihre Mutter, das Mädchen. Vertrauen. Die Stärke des Vertrauens, die eine Person in dich hat, Vertrauen beeinflusst, wozu du eine Person bringen kannst. Bei Gesprächen werden dir auf der rechten Seite des Bildschirms Veränderungen und Vertrauen deiner Gesprächspartner angezeigt. Bist du sicher, Liebling? Ja, absolut. Machen Sie nur so ein großes Gewese darum. Nun, einer von uns sollte zumindest den Wagen aufwärmen gehen. Mach du nur, Papa. Jetzt sieht Anders traurig aus. Sehr leicht, Anders Vertrauen 8. Und wir würfeln. Auswürfeln. Manche Entscheidungen haben einen ungewissen Ausgang, der ausgewürfelt wird. Fast wie ein Pen Paper. Ist das Auswürfeln erfolgreich, dann ist der Ausgang positiv. Scheitert das Auswürfeln, kommt es zu einem unerwarteten oder negativen Ausgang, der die Geschichte aber trotzdem voranbringt. Genau wie in Pen Paper. Ach Liebling, bitte mach dir nichts draus. Das ist doch nur ein kleiner alter Koffer. Du hast recht. Tut mir leid. Vertrauen kann gewonnen oder verloren werden. Selbst in einem und demselben Gespräch. Das Vertrauen einer Person zu gewinnen, kann dich manchmal das Vertrauen einer anderen Person kosten. So, dann folgen wir mal besser deinem Vater, bevor er noch glaubt, wir wären durchgebrannt. Hau ruck und los geht's. Das Spiel jetzt schon. Und das ist alle bereit loszufahren. Moin, Herr Klein.
machen Sie Feierabend. So ist es. Ich feiere die Rückkehr meiner Tochter aus der großen Stadt. Ach stimmt, ja. Die junge Dame hier ist also offiziell Krankenschwester. Und man munkelt auch, es würde bald Hochzeitsglocken läuten. Da war die schöne Bildung, doch irgendwie umsonst. Was? Also eigentlich werde ich im Dr. Lindholms Praxis arbeiten. Aha, wie äußerst modern von Ihnen. Herr Klein, sehen wir Sie Donnerstag bei der Parteiveranstaltung? Sicher. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wunderbar. Nun, dann lasse ich Sie mal ziehen. Bist du jetzt Mitglied der Partei, Papa? Das bin ich. Da gibt's. Hier sehe ich die Deutschlandflagge die ganze Zeit, also. Die Deutschlandflagge, die zu dieser Zeit nicht in Gebrauch war. Und da wird von der Partei geredet, da gab es in dieser Zeit in Deutschland nur eine einzige. Also, ja, so ganz richtig, aber es gab eine, die nicht verfolgt wurde. Das bin ich. Dein Onkel Klaus hat mich letzte Woche überzeugt. Aber warum? Sie glauben, dass wir wirklich eine Chance haben, die Grenze weiter nach Norden zu verschieben. Was ist mit Mama? Was hat sie denn dazu gesagt? Deine Mutter gewöhnt sich noch daran, aber sie versteht es schon noch. Bei allem Respekt, Herr Klein. Wie können Sie eine Partei unterstützen, die Nazi-Werte gutheißt? Diese Werte sind nicht der Grund, warum ich beigetreten bin. Die Partei bietet uns eine echte Chance, unser Land zurückzubekommen. Es tut mir leid, aber ich muss widersprechen. Wir mögen nur 10 Kilometer von der Grenze entfernt sein, aber für mich gehört Zinkel zu Sonderjugend. Ah, okay, wir sind nicht in Deutschland. Und Sonderjugend gehört zu Dänemark. Ah, okay. Hören Sie mal, junger Mann, Sie sind nicht alt genug, um die Geschichte dieser Region zu kennen. Oh nein, das wird hitzig. Was sage ich nur? Wenn du es versuchst, doch zu verstehen, Papa, sind in der Vergangenheit weder noch, aber unmöglich, beziehungsweise, okay. Ist beides unmöglich. Na dann. Aber das liegt in der Vergangenheit. Erfolgreiches Auswürfeln kann leichter oder schwerer sein. Je nachdem, wie viel Vertrauen dir ein Kampf dann entgegenbringt. Welche Gegenstände du bei dir trägst, dein Wissen und andere Werte können das Auswürfeln ebenfalls beeinflussen. Warum kramst du das immer wieder hervor? Du bist zu jung, um das zu verstehen, Mäuschen. Es geht um Kultur und Nationalität. Ja, sicher. Darum, um sich in der eigenen Heimat fremd zu fühlen. Oh Gott. Die Stärke der Verbundenheit mit einer Fraktion und den ihr zugehörigen Personen ein Maß dafür, wie gut du sie und ihre Ansichten verstehst. Beziehung. Bei Gesprächen werden dir auf der rechten Seite des Bildschirms die Veränderungen deiner Beziehungen zu verschiedenen Fraktionen angezeigt. Sicher ist es nicht ganz so schlimm. Ich schätze, da wären wir uns nicht einig. Na komm, lass uns nicht den Weihnachtsfrieden stören. Die Nachrichten vom Krieg im Rest Europas sind schon schlimm genug. Wollen wir nicht nach Hause gehen und das leckere Essen genießen, das Mama für uns gekocht hat? Du hast recht, Liebes. Es bringt nichts dafür zu streiten. Außerdem ist der Krieg so fern. Dänemark, wir reden von dem. Das Land, was über Deutschland ist, okay. So fern, okay. Was meinst du?
Er wird uns hier nie erreichen. Schließlich ist das Dänemark. Nein, ja. But war did come. Only a few months later, on April 9th, 1940, German forces crossed the Danish border. In towns like ours, German, only a generation before, the occupiers were received warmly. In other towns, with hostility. Within 2 hours, the government capitulated. Within 4, the fighting stopped. So viel dazu. The king gave a speech, urging calm and cooperation to avoid needless bloodshed. Most of us listened. For years, life moved along normally, if a bit uncertain. And some of us delayed our lives, waiting for the war to end. Only a few upstarts, mostly communists and young students, made trouble for the Germans, with limited public support. But then, in 1943, the winds of war blew in from the east, and German supremacy no longer seemed assured. Then more Danes began to rise up, and the occupation became more violent. The Germans disbanded the Danish military, took over our police, and began shooting those who rose against them. But neither side had clean hands. The resistance executed informants, snitches and collaborators. Danes fought against Danes. Even in our little rural hamlet, the soldiers came. The Gestapo came. The war bared its bloody fangs. Abroad, German lines were collapsing, their forces folding under Allied advance. But our town was a powder keg ready to explode. We knew the war would be over soon. We only had to keep our heads down a little longer. Februar 1945. Rums. Au. Was ist los? Entschuldigung. Ich stolpere nur in den frühen Morgen. Ich wollte dich nicht wecken, Liebes. Wie spät ist es? Du meine Güte, gerade mal 4. Warum bist du denn so früh wach? Peter hat einen Kunden versprochen, dass wir sein Auto vor dem Mittagessen repariert haben. Kippe später immer in alle eine. Aber könntest du deine Frau nicht noch ein bisschen länger warm halten? Hier drin ist es eiskalt. Ich würde ja gern, aber es ist ein geschäftigter Tag. Dieser Kunde wird richtig sauer sein, wenn wir sein Auto nicht rechtzeitig fertig haben. Brauchst nicht aufzustehen. Ich habe dir Frühstück dagelassen. Hab einen schönen Tag, Liebling. Ich füttere noch die Hühner, bevor ich gehe. Der Peter. Der Peter.
Ich schlafe sowieso nicht mehr ein. Dann kann ich auch genauso gut aufstehen und mich ums Frühstück kümmern. Die können wir steuern. Da spielen wir die Gerda. Interessante Orte. Und mit einem interessanten Ort zu interagieren, klicke ihn einfach an. Du kannst dich ihm auch nähern, bis er hervorgehoben wird und dann die Leertaste drücken. Ein Brief von Mo. Sie hatten das gute Papier benutzt. Mama schickt mir jede Woche einen Brief. Sie ist nach Kopenhagen gezogen. Was ich mich die ganze Zeit frage, wäre sie wohl auch umgezogen, wenn Papa sich nicht der Partei angeschlossen hätte? Die Klinke ist abgegriffen. Sie wurde viel benutzt. Ich sollte das Haus aufräumen und etwas zu essen machen. Klicke beim Erkunden auf Gerda oder drücke G, um dich an dein aktuelles Ziel zu erinnern zu lassen. Und der Spielstil ist ja, der Charakterstil ist ein bisschen polygonisch. Hat so seinen eigenen Stil. Finde ich cool. Ein kräftiger Start in den Tag. Oh, Anders hat mir Haferbrei gemacht. Aber der Herd ist ausgegangen. Ich brauche etwas, um den Herd anzumachen. Voraussetzung: Manche Wahlmöglichkeiten sind gesperrt. Nur nicht über einen gewissen Gegenstand, gewisse Kenntnisse, Beziehungen oder genug Vertrauen verfügst. Ich glaube, die Streichhölzer sind im Wohnzimmer. Dann schauen wir mal im Wohnzimmer nach. Hier sind sie doch. Sehr nützlich in dieser dunklen Zeiten. Na bitte. Kosten. Wenn du eine Option wählst, die einen bestimmten Gegenstand erfordert, wird dieser normalerweise dabei verbraucht. So. Oh, es ist noch etwas Zucker übrig. So gehört es sich. Ich kann etwas aufräumen, während ich warte. Es ist ganz... wieder überblättert. Fortschrittsbalken. Manchmal musst du entweder schnell oder besonders besonnen handeln. In diesen Fällen erscheint ein Fortschrittsbalken in der Ecke rechts oben. Der Balken fühlt sich, wenn du mit der Umgebung interagierst und mit Leuten sprichst. Wenn er komplett gefüllt ist, können manche Gelegenheiten vorbei sein. Weihnachtsschmuck. Es liegt hier schon seit Neujahr rum. Weihnachten war vor über einem Monat. Ich sollte das wirklich wegpacken. Später. Sofakissen sind schon etwas zerschlissen. Gestern Abend saßen wir am Feuer. Ich sollte die Kissen zurück an ihren Platz nehmen. Der Haferbrei sollte fertig sein. Ich darf ihn nicht anbrennen lassen. Aber ein ordentliches Haus ist ein fröhliches Haus. Ah, das riecht wundervoll. Und etwas Zucker dazu und dann lasse ich es abkühlen. Das sollte bei dem Wetter nicht lange dauern. Während ich warte, sehe ich nochmal, ob Anders schon weg ist. Ich könnte mich gar nicht richtig verabschieden. Vielleicht füttert er noch die Hühner. Das Aufräumen kommen wir jetzt gar nicht weiter. Das muss unmöglich. Ach du meine Güte, Anders hat seine Jacke vergessen. Er muss schrecklich frieren. Hoffentlich erwische ich ihn noch. Er tammelte zerschlissen und von der Mottenkugeln. Was ist das? Das ist etwas in der Innentasche und zwar eine Lebensmittelkarte. Anders muss vergessen haben, sie mitzugeben. Mir zu geben. Also, da habe ich gleich einen guten Grund, heute nach der Arbeit zum Markt zu gehen. Haustür, die kalte Winterluft dringt durch die Ritzen. Es kommt mir immer noch so vor, als würde etwas fehlen.
muss mein Tagebuch. Natürlich gibt es ein Tagebuch. Mein Tagebuch. Das habe ich von meiner Mutter. Ich notiere daran einfach alles. Mein Tagebuch. Wie ist das denn hierher gekommen? Öffne dein Tagebuch, indem du auf das Symbol in der oberen linken Ecke klickst oder Tabulatur-Taste drückst. Oha. Der Einmarsch der Besatzer. Während die meisten Dänen voller Unbehagen mit ansahen, wie ihre Heimat von deutschen Soldaten besetzt wurde, gab es auch eine Gruppe für die, die es ein Grund zum Feiern war. Als die deutschen Panzer über die dänische Grenze nach Sonderjylland fuhren, wurden sie von der deutschen Minderheit frenetisch begrüßt. Viele aus der älteren Generation konnten sich noch an die Zeit erinnern, in der ihre Region zu Deutschland gehört hatte. Für sie war der Einmarsch Anlass zur Hoffnung, dass es wieder so kommen könnte. Für die Dänen, die in Sonderjylland lebten, war die Besatzung natürlich ein schlechtes Omen, das an die Zeit von 1920 erinnerte. Das werden wir jetzt hier nicht alles vorlesen. Zeitfrieden, oh Gott. So, Leute, können wir da. Ja, da anders, Dieter. Und noch viele andere, die wir kennenlernen. Ach, nur eine Seite bisher im Tagebuch. Ein ruhiger Morgen. Anders war früh aufgestanden und ich konnte nicht wieder einschlafen. Er hatte wie immer dafür gesorgt, dass in der Küche Frühstück für mich bereit stand. Warme Haferbrei an einem kalten Wintertag. Kein schlechter Start in den Morgen. Weihnachtsbaum, Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie sehr bist du vertrocknet. Wir sollten Feuerholz daraus machen. Wasserpumpe, sie ist eingefroren. Nutzlos, bis wir sie vom Eis befreien. Anders, die Hühner haben ihn umzingelt. Oh, du hättest nicht aufstehen müssen. Konsequenzen. Manchmal reagieren Leute aufgrund deiner früheren Handlungen und vergangenen Ereignisse auf dich. Das erkennst du an einem kleinen Text oben in ihrer Sprechblase. Hast du wenigstens den Haferbrei gefunden, den ich dir übrig gelassen habe? Ja, danke dir. Der kühlt sich noch ab. Konnte nicht schlafen. Sorgst du dich wieder um die Hühner? Ich fürchte einfach, dass es zu kalt für sie ist. Denen wird schon warm genug sein. Aber was ist mit dir? Den hast du drinnen vergessen, du böse Tagebuchaktualisierung. Und wenn du etwas Wichtiges bekommst oder verlierst, erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms ein Fenster. Klicke es an, um dein Tagebuch mehr Informationen dazu zu erhalten. Oh, danke, Schatz. Okay. Fakten, Hinweise, Leute, Gerda. Viel besser. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Hör mal, Gerda. Oh, das müssen die Jungs sein. Ich muss das noch zu Ende bringen. Kannst du ihnen sagen, dass ich gleich da bin? Peter und Turm kamen vorbei, um anders abzuholen. Okay, wo sind die? Drei werden wir doch wohl noch essen. Zum Frühstück. Guten Morgen, Jungs. Warum denn so zahlreich? Morgen, Gerda. Turm nimmt uns heute alle mit. Die verdammten Deutschen haben mir die Fahrerlaubnis abgenommen. Immer derselbe Mist. Über Benzinknappheit Schwachsinn. Vergiss nicht, dass Gerda Halbdeutsche ist, Peter. So habe ich das nicht gemeint. Jede von den verfluchten Nazis. Jede Woche muss ich denen belegen, dass ich die Fahrerlaubnis missbrauche.
Sie können wirklich etwas übereifrig sein. Wechselnde Beziehung. Negative Beziehung zum Besitzer, das finde ich, das ist dann. Da will ich hoffentlich keine positiven Punktzahl drauf haben. Das will ich bei keinem sehen, dass er das spielt und da eine positive Punktzahl zu den Nazis hat. Gott. Und wechselnde Beziehungen. Deine Beziehung zu einer Fraktion verändert sich, wenn du etwas tust, das sie positiv oder negativ beeinflusst. Das ist, wenn jemand aus dieser Fraktion anwesend ist. Kannst du laut sagen, je eher sie hier verschwinden, desto besser. Das würde ich nicht so herumposaunen und weiß heutzutage nicht, wer zuhört. Sie werden sich kaum um den Tratsch einer Krankenschwester und eines Mechanikers scheren. Das meinst du? Ich brauche eine Kippe. Peter, hast du mal Feuer für mich? Das ist das Mindeste, was du tun kannst, wenn ich dich schon den ganzen Morgen herumschere. Ach, das ist Peter, nicht der Freund. Es ist aus deiner dänischen Großzügigkeit geworden. Ich kann mich mir nicht leisten, großzügig zu sein. Hast du mal Feuer für mich? Mir gehen noch die Streichhölzer aus. Jetzt gib ihm doch Feuer, Peter. Risiken und Belohnung. Manchmal musst du dich zwischen einem Auswürfeln und ungewissen Ausgang aber Position gewinnen. Eine Option mit Dingen, die dich Werte oder Gegenstände kosten können, aber eine positive Wirkung haben. Und eine Option ohne Kosten, aber einen eher neutralen Ausgang entscheiden. Gott, ist ja gut. Aber wenn mir nachher genau dieses Streichholz fehlt, bist du schuld. Guten Morgen, Leute. Das hat Gerda auch gesagt, aber ich weiß gar nicht, ob das schon als morgen durchgeht. Wird auf jeden Fall ein langer Tag. Dann fangen wir mal an. Ich lasse dich auf dem Weg zum Markt an der Werkstatt raus. Geh nach der Arbeit zum Markt. Hast du da heute Arbeit? Geh nach der Arbeit zum Markt. Vielleicht treffen wir uns ja da drum. Ich habe ein oder zwei Lebensmittelmarken auszugeben. Ab ins Auto mit euch. Ich würde mich gern von meiner Ehefrau verabschieden. Es wird ein langer Tag in der Werkstatt. Na, vielleicht bringe ich dir etwas Schönes zum Markt mit. Du bist ganz schrecklich süß. Die ich weiß, Antwort hier. Ich habe meine Momente. Das muss an der Kälte liegen. Rein mit dir, bevor du dir noch was wegholst. Hab einen schönen Tag, Liebling. Gerda? Ja? Ich liebe dich, Entchen. Ich mag dich auch, Dusselchen. So eine überdramatische Verabschiedung. Irgendwas lässt mich vermuten, dass wir den nicht wiedersehen. When the war came to Denmark, we were not forced out of our homes, and soldiers did not point their guns at us, but scarcity made itself known. Our lives became more muted, and our indulgences became more and more modest, until a pinch of sugar became a luxury. Still, we had a livelihood, and the simple pleasures of life remained to us, perhaps painted stronger than ever before. Entscheide dich, wie du dazu stehst. Je nach Wahl kostet es dich Geisteskraft. Diese kann eingesetzt werden, um schwierige Situationen zu meistern. Ich konnte mich nicht für den allgemeinen Kriegsverlauf interessieren. Wollte nichts als meinen Kopf unten halten, bis er vorbei war. Das war das Sicherste. Oder ich wollte, dass der Krieg in anderen Ländern härter zugeschlagen. Ich wusste, dass der Krieg in anderen Ländern härter zugeschlagen hatte. Aber es war schwer, sich von einem warmen Herd im Norden aus in die Lage der Betroffenen zu versetzen. Oder die Nazis waren unter dem Dreckmantel der Dreckmantel bestimmt auch richtig, der Freundschaft
gekommen, aber man musste kein Genie sein, um zu merken, wie zerbrechlich diese Maskerade war. The Nazis had arrived under the guise of friendship, but it didn't take a genius to see how fragile that mask was. Scharfsinnerhöhung. Ach was. Scharfsinn. Das Spiel speichert jedes Mal, wenn du die Karte aufrufst. Freitag, 2. Februar 1945, 11 Uhr. I'm a little earlier than usual, but I'm sure the doctor won't mind. There are always patients who come knocking as soon as the cock crows. Ich bin etwas früher dran als gewöhnlich, aber dem Doktor macht das sicherlich nichts aus. Es gibt immer Patienten, die schon beim ersten Hahnenschrei an die Tür klopfen. Mal sehen, ob der gute Herr Doktor die Praxis schon geöffnet hat. Ganz normaler Arbeitstag, denkst du. So wie ich solche Spiele kenne, dann wird das damit nichts. Es ist etwas verrostet, aber ansonsten einen guten Schuss. Ist wohl etwas riskant, das hier einfach so abzustellen. Andererseits sind wir hier im Team Dev. Team Dev, keine Ahnung, wie man hier ausspricht. Papa ist heute Teil der Straßenpatrouille. Es ist eine Weile her, dass wir uns unterhalten haben. Er ist mit einigen seiner Kameraden vom deutschen Militär unterwegs. Ich könnte zu ihnen gehen und Hallo sagen, aber das könnte unerwünscht Aufmerksamkeit erregen. Dann lassen wir das. Haustür, der Haupteingang der Arztpraxis. Abgeschlossen. Der Doktor schläft vielleicht noch. Ich wünschte wirklich, er würde mir einen Zweitschlüssel geben. Ich kann aber außen rumgehen und das an der Hintertür probieren. Tun wir dies. Wäsche. Jemand hat ein paar Wollsocken auf die Leine gelassen. Die aufgehängten Wollsocken sind völlig steif geworden. Der Doktor muss versucht haben, allein die Wäsche zu waschen. Zu machen. Der Hintereingang zur Arztpraxis. Hintertüte-Praxis. Wir klopfen erstmal. Du hast ein Fluchen von der anderen Seite. Niemand macht auf. Jetzt versuche ich es mal mit der Klinke. Es ist offen. Hallo, was ist los? Harald kämpft mit dem Schloss seiner Privatwohnung. Komm schon, du dummes Verdammtes! Du Miststück, warum willst du nicht? Ich glaube nicht, dass er mich bemerkt hat. Aha. Ja, darum Himmels Willen. Wollen Sie, dass ich einen Herzinfarkt bekomme? Haben Sie noch nie von Anklopfen gehört? Ich habe angeklopft. Ich arbeite hier schon seit 5 Jahren. Wenn ich einen Zweitschlüssel hätte, müsste ich nicht immer durch die Hintertür schleichen. Ich bin wohl selbst schuld. Ich muss sorgfältiger abschließen, damit nicht irgendwelches deutsches Gesinde hier hineinplatzt. Herr Doktor, ich meine natürlich nicht Sie hier, ne? Ich muss mir die Warenliste im Lager anziehen. Können Sie bitte die Vordertür aufschließen? Sollte mich zuerst umziehen. Ah, na bitte. Jetzt sollte ich besser die Praxis aufmachen. Na dann.
Gehstock, ein solider Gehstock liegt an der Wand. Neuerdings sehe ich den Doktor häufiger mit seinem Gehstock. Er wird wohl wirklich alt. Klicke mich lang. Ein Zigarett. Er vermerkt den Nagel bestimmt auf seinem Klemmbrett. Ja. Sie wirken heute etwas mürrisch. Warum auch nicht, so wie es auf der Welt gerade zugeht. Nun, wie Sie sehen, bin ich ziemlich beschäftigt. Können Sie bitte die Praxis aufmachen? Die Vordertür ist noch immer verschlossen. Schön dabei. Ist das die hier? Die war da ein bisschen mehr in die Richtung. Wie kommen wir denn zur Vordertür? So, ich bin neu hier. Das Fenster. Das muss da drüben irgendwie sein. Können wir nach draußen gehen, oder? Interessante Orte. Manche interessante Orte sind mit einem Ausrufezeichen versehen, können die Geschichte vorantreiben. Es lohnt sich aber auch, alle anderen Orte zu erkunden, denn dort könntest du nützliche Gegenstände oder Informationen erhalten. Teddybär. Das Armding platzt buchstäblich aus allen Nähten. Das Armding ist schon seit Ewigkeiten her. Ein Auge fehlt und die Füllung kommt an einigen Stellen hervor. Könnt ihn mitnehmen und versuchen zu flicken. Machen wir dies. Zeitung. Gestrige Ausgabe von Hebendal. Mal sehen. Wir sind da gefangen genommen worden. Sie versuchen, eine Armee Waffen zu beschaffen. Es gibt noch ein Foto von Mitgliedern der Gruppe. Oh, aber sind alle so jung, kaum mehr als Kinder. Ja. Der Haupteingang der Arztpraxis. Oh, guten Morgen, Pastor. Oh, liebes Kind. Ich wünschte, ich könnte Ihren jugendlichen Enthusiasmus teilen. Oh weh, der Teufel hat sich in seine Krallen mich gelegt. Ich werde von einer schrecklichen, tückischen Krankheit geplagt. Ich fürchte, dass meine Zeit in diesen irdischen Gefilden zum Ende kommt. Unser lieber Pastor hatte schon immer einen Hang zur Dramatik. Geisteskraft. Du kannst deine Scharfsinn, deine Auffassungsgabe oder dein Mitgefühl einsetzen, um manche Herausforderungen zu überwinden, einen positiven Ausgang zu erreichen oder ein riskantes Auswirken zu umgehen. Aber er sieht wirklich nicht so gut aus. Nur sie armer, seine Temperatur prüfen. Die Welt ist noch nicht mit ihnen fertig. Ich bringe sie zum Doktor. Darf ich? Oh, sie sind zu gütig. Eine wahre Florence Nightingale. Sie kommen mir nicht sehr warm vor. Es wird trotzdem besser, wenn sie reinkommen. Der Herr Doktor ist in Kürze bei ihnen. Ah, Jakob. Welches Leiden behandeln wir dieses Mal? Mein Hals. Er ist. Ein grundgütiger Jakob. Diese Botschaft kam klar und deutlich an. Dann wollen wir sie doch einmal genauer ansehen. Folgen Sie mir. Folge auch gleich.
Arzt untersucht Herrn Gunsen. Sagen Sie, Herr Doktor, gibt es etwas, was ich tun kann? Können Sie Husten bei uns für unsere Patienten suchen? Mach ich doch sofort. Dann husten bei uns. Wo sind Sie? Hier. Ich sollte damit zu Harald zurückkehren. Ich habe ein paar Hustenballons gefunden, Herr Doktor. Ich frage mich, haben Sie vielleicht etwas Stärkeres? Ich habe das Gerücht gehört, dass Sie so eine Art Wundermittel bekommen haben. Es könnte genau das Richtige sein, um mein Leiden zu kurieren. Das Penicillin ist nicht für Sie. Niemand bekommt etwas davon. Ich habe eine Probe von einem Kollegen aus Kopenhagen bekommen. Nutze es zu Studienzwecken, mehr nicht. Außerdem habe ich sowieso kaum genug für eine Person. Aber was, wenn mein Husten? Ich sagte nein. Das ist mein letztes Wort. Hören Sie auf, danach zu fragen. Oh Gott. Doktor, Herr Doktor. Um Gottes Willen. Zuerst marschieren die Deutschen in unser Land ein und jetzt marschieren winzige Nazis in meine Praxis ein. Sollst du nicht in der Schule sein? Nein. Lügner. Haben sie dich rausgeworfen, weil du zu langsam im Kopf bist oder so? Hey, so können sie nicht mit mir reden. Wissen sie nicht, wer mein Vater ist? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, der Junge kommt mir wirklich bekannt vor. Ich habe ihn mit dem neuen Gestapo-Chef gesehen. Du bist der Sohn von Felix Stahl, richtig? Jakob schnappt hörbar nach Luft. Ich wusste es. Junge plustert sich auf, stolz auf. Richtig. Ich werde jetzt bereuen, sie, dass sie mich so respektlos behandelt haben. Heinrich ist Stahls Sohn. Ich sollte in Heinrichs Nähe vorsichtig sein. Sein Vater ist bei der Gestapo. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass vielleicht... Das wackelt aber. Verwundete Soldaten hierher unterwegs sind. In der Fabrik hat es eine Explosion gegeben. Hast du gesehen, ob jemand verletzt wurde? Mindestens ein Mann. Ich habe gesehen, wie die Männer meines Vaters ihn herausgetragen haben. Je mehr, desto besser. Was haben sie gesagt, alter Mann? Kein Grund, sich aufzuregen, Junge. Genau meine Worte, beruhige dich und verschwinde. Ein Wagen nähert sich. Das sind sie. Gerne, können Sie ihm bitte folgen und nachsehen, was der ganze Aufstand soll? Oha. So ein normaler Arbeitstag wird's wohl doch nicht. Wolfgang. Ich meine, Herr Holz, was machen Sie hier? Was denn los? Frau Langesen, wir haben hier einen verletzten Mann. Bitte schaffen Sie ihn in die Praxis. Schaffen Sie in der Praxis Platz für ihn. Sehen Sie, ich habe es Ihnen gesagt. Heinrich, du solltest in der Schule sein. War ich auch, aber darüber unterhalten wir uns später noch. Jetzt müssen wir diesen Mann in die Praxis bringen. Gehen Sie voran, Frau Larsen. Na, sieh an. Das ist eine private Praxis, kein Feldlazarett. Herr Officer, Offizier, wir verstehen die Dringlichkeit, aber er kann nicht einfach ohne Ankündigung eine halbe deutsche Einheit auftauchen. Bei allem Respekt, Frau Larsen, Sie geben hier keine Befehle. Das ist der Notfall. Bitte, Sie müssen ihn unverzüglich behandeln, Herr Doktor. Nun, Sie können hier nicht einfach so hereinplatzen. Ich behandle bereits einen anderen Patienten. Die mächtige deutsche Armee hat ihre eigenen medizinischen Einrichtungen. Gehen Sie dorthin.
Tja, warum sind wir da nicht selbst drauf gekommen? Irgendwas an dieser kleinen, schlecht eingerichteten Praxis muss uns magisch angezogen haben. Bitte, Reinhard, ich brauche Ihre Hilfe. Ich brauche Ihre Hilfe nicht. Herr Doktor, bei dem Wetter würde es zu lange dauern, bis wir unser eigenes Krankenhaus erreicht hätten. Wir brauchen sofort medizinische Hilfe. Bitte machen Sie, dass es aufhört. Richtung hier geht den Bewohnern. Unsere Verpflichtung hier gilt den Bewohnern dieser Stadt. Und einer davon wartet gerade darauf, behandelt zu werden. Das stimmt, wir würden einen Patienten vernachlässigen, wenn wir ihren Soldaten behandeln. Auf geknirscht mit den Zähnen. Minus 3 Punkte bei den Deutschen. Bitte, Herr Doktor, ich möchte Sie nicht dazu zwingen müssen, diesen Mann zu behandeln. Verdammt nochmal, bringen wir das einfach hinter uns, bevor es der arme Kerl hier noch wegstirbt. Was ist mit dem Pastor? Sagen Sie ihm, er soll noch einmal wiederkommen. Ich hoffe, der Husten ist nichts Ernsteres. Der alte Pastor nestelt an den Knöpfen seines Mantels herum. Was ist das für ein Aufruhr hier? Sind das deutsche Soldaten da draußen? Einer von ihnen wurde bei der Explosion verletzt, die der Junge erwähnt hat. Es sieht ziemlich schlimm aus. Verstanden, dann werde ich mich zurückziehen. Ich werde zum Allmächtigen beten, damit er von vor Sonntag meine Stimme heilt. Hier nehmen Sie diese Hustenballons. Die sollten mindestens bis zum Ihrem Gottesdienst am Sonntag reichen. Danke, mein Kind. Möge Gott Ihren Tag segnen. Man blickt die Deutschen zornig an. In Ordnung. Bringen Sie den Soldaten ins Sprechzimmer. Luther, Junge, das ist nichts für Kinderaugen, verschwinde. Aber ich, Heinrich, tu, was man dir sagt. Mal sehen. Das ist schlimmer, als ich dachte. Wir müssen schnell handeln. Gerne, wir haben Salbe im Lager. Und Bandagen. Ich glaube, wir haben welche da drüben im Schrank. Hier die suchen. Hier die Sachen suchen. Aber vielleicht kann ich auch noch ein bisschen Kaffeekränzchen machen. Vielleicht kann ich auch mal so ein bisschen. Kann ich mir auch ein bisschen verlaufen. Also ich weiß jetzt nicht, ich bin hier neu. Ich weiß nicht, wo es lang geht. Sollte wieder zurück zu Harald. Vielleicht kann ich auch noch mal ein bisschen am Empfang nachgucken. Also ich meine, da gibt es bestimmt auch noch Sachen zu machen. Ist das da so ein bisschen. Kann ich mich auch ein bisschen weniger beeilen. Es ist mit Klebeband an der Küchentür befestigt. So, Thompson, bitte keine Bohnen mehr. Ich hasse Bohnen. Ja, wo ist denn das Zeug? Herr Doktor, können Sie mir nochmal. Wissen Sie, wo ich die Salbe finden kann? Dann sollten wir im Lager haben. Ja, das ist mit dem Lager. Wo ist denn das? Ich kann das nicht finden. Jetzt muss der arme Nazi leiden. Weil ich nicht direkt die Salbe finde. Warum durchsucht dieser Mann unseren Medizinschrank? Schepper. Fast hätte er eine Flasche Desinfektionsmittel heruntergeworfen. Was beobachten? Suchen Sie etwas weiter so. Suchen Sie weiter, Soldat. Wer weiß, was der Doktor da drin alles versteckt. Was? Das wollte ich aber nicht. Erschreckt sich.
Er schreckt sich und hört auf, seine Hände zittern. Er versucht, eine Flasche Schmerztabletten zu verstecken. Ich wollte nur Schmerzmittel stehlen. Es ist eine sehr unschöne Bezeichnung dafür. Es sind nur ein paar Tabletten. Ich kann meinen Kameraden da draußen nicht leiden lassen, oder? Er lächelt mit den Pillen in der Hand, wirkt gleich viel entspannter. Und geben Sie mir die Tabletten, nehmen Sie ein paar und geben Sie mir. Geben Sie mir die Tabletten. Der Kommandant sollte doch nicht erfahren, dass er einen Dieb in der Truppe hat. So schnell wollen Sie jemanden verpfeifen? Der Widerlicht gibt ihm die Pillen. Das war nicht sehr klug, Schwesterchen. Es hätte ein lukratives Tauschgeschäft werden können. Medizinschrank. Gläser und Schachteln stehen ordentlich nebeneinander. Wir haben in letzter Zeit kaum Nachschub bekommen. Aber es ist noch etwas Salbe übrig. Da war noch etwas. Wissen Sie, wo ich Bandagen finden kann? Ich glaube, wir haben welche in einem der Schränke hier. Welchen Schränken hier? Hier irgendwo? Hier? Hier drüben? Da muss ich noch ein bisschen gucken. Hier vielleicht irgendwo? Da? Ich weiß nicht. Wo finde ich noch Bandagen? Was ist das hier in diesem Schrank? Beschriftete Schachteln sind ordentlich nebeneinander aufgereiht. Ich wusste, dass ich hier Verbandszeug finden würde. Der alte Arzt untersucht den Soldaten. Haben Sie alles gerne? Leider nicht, nein. Ja gut. Ich habe, worum Sie mich gebeten haben. Gerald gibt ein zustimmendes Knurren von sich. Danke, Frau Larsen. Tun Sie, was Sie können. Kann ich besonders schlampig arbeiten? Können Schmerzmittel gezogen. Das schaffen wir auch ohne. Nein, schauen wir einmal einfach, was wir für den armen Mann tun können. Reinhard nickt mit Dankbaren zu und zwinkert konspirativ. Soldat schreit, während wir seine Verbrennungen behandeln. Wer auch immer dafür verantwortlich ist, wird teuer bezahlen. Nach einer Weile wird der Soldat bewusstlos. Ich helfe Harald beim Verbinden der Verbrennungen. Nun, wir haben getan, was wir konnten. Sieht es ernsthaft aus? Tja, ein schöner Tipp wird er nicht mehr gewinnen. Aber die Verbrennungen sind hauptsächlich oberflächlich. Er wird schon wieder. Wolfgang sieht erleichtert aus. Herr Dr. Frau Larsen, danke für Ihre Hilfe. Wir verabschieden uns jetzt. Das werde ich nicht vorlesen. Uff, was für ein Morgen. Er sieht müde aus und müde und besorgt aus. Es war hart, aber wir haben einen Patienten erfolgreich besiegen. Wir ging nun einfach. Das hier. Das ging nun einfach. Schließlich befinden wir uns mitten im Krieg. Oh, also soll ich das einfach so hinnehmen? Und der Nazi-Junge hat versucht, mich herumzukommandieren. Das ist unerhört. Sie benehmen sich ganz nett und zivilisiert, bis sie mal selbst ins Feuer geraten. Aber vergessen Sie nicht die ganzen Leute, die Sie bei lebendigem Leibe verbrannt haben. Krieg wird früher oder später zu Ende gehen. Und das Leben kehrt wieder zur Normalität zurück.
Wahrscheinlich haben Sie recht. Und das heißt nicht, dass ich mich dabei gut fühlen muss. Hoffen wir einfach, dass wir heute kein weiteres Drama erleben. For all the talk of war and all the soldiers parading through the streets, it had been a long time since we felt the bloody sting of violence in our little Tingler. Most days at the clinic consisted of the odd fever, a bout of indigestion, or perhaps a sprained wrist from a child playing in the snow. This was the first time I had ever treated someone for a violent burn, and a soldier at that. Mm-hmm. Trotz all dem Gerede über den Krieg und den Soldaten, die durch die Straßen marschierten, war es lange her, dass wir in Tinglev einen blutigen Stachel der Gewalt zu spüren bekamen. An den meisten Tagen ging es in der Praxis um gewöhnliches Fieber, Verdauungsprobleme oder die verstauchten Knöchel von Kindern, die im Schnee gespielt hatten. Dies war das erste Mal, dass ich eine so schlimme Verbrennung behandeln musste. Und dann auch noch bei einem Soldaten. Es war keine Überraschung, dass einige der Besatzungssoldaten vom trotzigen Dehnen verletzt wurden. Wenigstens waren sie dickköpfig genug, solche Schläge wegzustecken. Ich hoffe, es würde der letzte sein, wie viele Leute werden noch leiden müssen, ehe dieser Krieg hier endlich vorbei ist. Oder vor allem die Soldaten schienen unter den Strapazen des Krieges zu leiden. Was sonst könnte sie dazu treiben, eine Kleinstpraxis wie die unsere zu bestehen? It was hardly a surprise that some invading soldiers were injured by defiant Danes, but at least they were thick-headed enough to take the blows. Scharfsinn. Freitag, 2. Februar 1945, 14 Uhr. I need a few things from the market. Perhaps Margaret will be there. I'm curious to know what she thinks of today's events. Der Betrieb auf dem Markt nimmt schon ab. Ob ich wohl noch etwas Gutes zusammenkratzen kann? Brot und Butter. Oh, Gerda. Margit. Wie schön, dass ich dich erwischt habe. Ich konnte einfach nicht zu Hause bleiben. Nicht bei allem, was seit heute Morgen vor sich geht. Die arme Vera ließ das Porzellan fallen, als sie davon hörte. Und nun geht sie mit einem Staubwedel bewaffnet das Haus ab und flucht leise vor sich hin über die mangelnde Kontrolle der Regierung und die Radikalisierung der dänischen Jugend. Also alles wie immer. Ein Lächeln huscht über Margits Gesicht. Sie scheint sich ein wenig für ihre eigene Freude zu schämen. Das könnte man wohl so sagen. Oh, aber ich bin etwas vorschnell, oder? Du hast doch davon gehört, nicht? Eine Sache in Vaters Fabrik. Da soll jemand eingebrochen sein und eine Bombe gelegt haben. Kannst du dir das vorstellen? Wer könnte so etwas tun? Ich weiß, dass nicht alle damit einverstanden sind, wie mein Vater Geschäfte macht. Aber Sabotage? Ich bin nur erleichtert, dass wohl niemand ernsthaft verletzt wurde.
Sie haben einen der Soldaten in die Praxis gebracht. Haben Sie das? Ja, Dr. Lindholm und ich mussten ihn behandeln. Oh, Gerdi. Das muss ja schrecklich gewesen sein. War er wohl auf? Er wird's überleben. Viele Soldaten trifft es noch schlimmer. Das stimmt wahrscheinlich, aber ich bin trotzdem froh, dass es ihm gut geht. Sollte ich erwähnen, dass Wolfgang da war? Wolfgang war da. Ach ja, geht's ihm gut? Ich war mit seinem Verhalten nicht einverstanden. Der Doktor und ich fühlten uns durch ihn ziemlich unwohl. Und den armen Pastor Jakob mussten wir rauswerfen. Oh, ich bin sicher, er wollte nicht, dass ihr euch unwohl fühlt. Einer seiner Männer war verletzt und na ja, je eher dieser Krieg endet, desto besser. Alle sind wütend, alles wird knapp. Ich muss schon sagen, der Markt sieht quasi leergeräumt aus. Bist du wegen etwas Bestimmten gekommen? Suche etwas Zeichenbedarf für anders. Deine Stifte sind so abgenutzt, dass er sie kaum noch halten kann. Ich will ihm schöne neue besorgen. Ich dachte, ich könnte im Buchladen vorbeischauen. Vielleicht haben sie etwas auf Lager. Oh ja, ich überbringe ungern schlechte Neuigkeiten, aber ich war vorhin da, um Briefpapier zu erwerben. Und Frau Sommerfeld sagte mir, dass eine Lieferung an den Laden sich verzögert. Oh, ich fürchte, was übrig ist, ist von eher minderer Qualität. Na gut, vielleicht könnte ich jemand anderes finden, der das bekommt. Meinst du könntest Zeichenbedarf besorgen? Wenn du sagst, wir eine Lebensmittelmarke hättest? Vielleicht. Ich meine, manche Leute können sich dafür interessieren. Aber soweit ich von Peter gehört habe, sind die Schmuggler hier eher direkt auf Waren aus. Aber warum fragst du? Nun ja, weißt du, ich habe zufällig eine bei mir. Eine Lebensmittelmarke, meine ich. Wie seltsam. Kümmern sich nicht sonst eure Bediensteten um die Einkäufe? Das tun sie, aber Margit, sie lag da einfach rum auf der Küchentheke. Eines der Hausmädchen muss sie vergessen haben, also habe ich sie genommen. Das war recht albern von mir, oder? Ich glaube, du weißt vielleicht etwas damit anzufangen. Danke, mal sehen, was mir die Leute dafür geben. Stört es dich, wenn ich mitkomme? Natürlich nicht. Aber bist du sicher, dass du daran beteiligt sein willst? Schließlich ist es nicht so ganz legal. Okay, keine Sorge, ich werde nur mal ein spielen. Ich bleibe in sicherer Entfernung und überlasse das Feilschen dir. Ist gut, dann gehen wir es mal an. Guten Tag, der Herr. Jacob. Ah, das ist Jakob. Er drückt nervös seine Hände und sieht aus wie ein Lamm, das sich verlaufen hat, während er da so nach Straßen steht. Oh Jemine. Vater Jakob. Oh, Gerda, mein liebes Kind. Was kann ich für dich tun? Ist etwas nicht in Ordnung? Hat sich ihr Zustand seit heute Morgen verschlechtert? Ich muss unglücklicherweise feststellen, dass es zu exzessiver Steinbildung gekommen ist. Aber man muss die Prüfungen des Lebens erdulden. Aber jetzt sag mal, wie erging es dem anderen Patienten, nachdem ich gegangen war? Wo sind meine Soldaten? Dass sie uns wirklich gezwungen haben. Ah, aber sicherlich ist das doch der Teil der Berufung. Ich schweife ab. Das ist dieser schreckliche Vorfall in der Fabrik, hat die ganze Stadt in einen Zustand der Verwirrung versetzt.
Selbst ich bin davon stark betroffen. Ich hatte gehofft, einen Ausflug zum Markt zu machen. Ein Ausflug zum Markt würde mich beruhigen. Aber es gibt noch nur noch wenig zu erwerben. Der Pastor scheint seine Unpässlichkeit abzuschütteln. Man sieht dich sich neugierig an. Bist du vielleicht auf der Suche nach etwas Bestimmtem, mein Kind? Ja, ich suche ein Geschenk für Anders. Ich hatte an etwas Schönes zum Zeichnen gedacht. Das könnte ihm gefallen. Was für eine wunderbare Idee. Deine Kunstwerke fangen die Schönheit unserer Landschaft wirklich vortrefflich ein. Ah, aber Zeichenbedarf guter Qualität ist derzeit schwer zu finden, nicht wahr? Leider fürchte ich, die skrupellosen Profitjäger in den Gassen könnten deine einzige Möglichkeit sein. Ah, der Sündelohn. Ich kann kaum glauben, dass ich so etwas tue. Schwierige Zeiten verlangen nach bedauerlichen Kompromissen. Ich wünschte, ich könnte helfen, doch leider habe ich gerade eben meine letzte Lebensmittelmarke ausgegeben. Und zerstreut, wie ich bin, habe ich die falsche Sorte Ersatzkräfte erworben. Ich fürchte, dieses Getränk wird meinen Husten nur verschlimmern, meinen Hals verengen und mir vor der Sonntagspredigt die Stimme rauben. Oh, hätte ich nur eine weitere Lebensmittelmarke. Ja, wir müssen auch mal an uns selbst denken. Als Margit. Diese Schwarzmarkthändler sind wahrscheinlich die einzigen, die haben, wonach du suchst. Ich frage mich, was die Übles im Schilde führen. Es ist wie in einem Roman. Fälschung, Waffenschmuggel, Verschwörungen mit Spionen. Mach mal halblang, Margit. Entschuldige, du hast recht. Sie haben wahrscheinlich nur mit geschmuggeltem Fisch. Es sind noch ein paar leere Kartons da. Die Stände haben kaum mehr was von ihrer einstigen Pracht. Im Vergleich dazu, wie der Markt während Weihnachten aussah. Sie ist Markt hinter und sie ist fast damit fertig, ihre Waren zusammenzupacken. Guten Tag, Frau Larsen. Ein bisschen später dran als sonst was. Ich fürchte, das gute Fleisch ist schon weg. Was ist mit dem schlechten Fleisch? Ich hoffe, Sie meinen nicht die Leberpastete. Das habe ich nicht. Das erhält mein Geschäft am Leben. Ich habe noch ein halbes Pfund übrig. Interesse? Wir haben zu Hause noch etwas davon. Vielleicht möchte ja jemand anderes hier. Später vielleicht. Warten Sie nur nicht zu lange. Sie wird nicht ewig hier sein. Was zu Hause noch haben, müssen wir dafür nicht den Markt verschwenden. Sieht den Kindern mit strengen, aber gütigen Augen nach. Dann geht mal zum Haus von Herrn Richter und bringt ihm dieses Paket. Wenn ihr binnen einer Stunde nicht zurück seid, gebe ich jedem von euch eine schöne Öhre. Ist das ein Angebot? Ja, Frau Sommerfeld. Gut, na dann mal los. Oh, na, wenn das nicht die kleine Gerda hast. Und das Fräulein Westergaard. Was kann ich für euch Mädchen tun? Ich möchte ein Geschenk für einen Anders kaufen. Ich hatte gehofft, etwas Zeichenbedarf zu finden. Aber Margit sagt, sie haben nichts mehr. Ja, ich fürchte, das stimmt. Meine Lieferung ist leider noch nicht da und ich weiß nicht, ob es an der Papierknappheit oder dem Wetter liegt. Ich vermute allerdings, dass beides seinen Anteil daran haben könnte. Was ich allerdings habe, ist ein Werk über Vogelkunde. Meinen Sie, Herr Larsen könnte an einem weiteren Buch zum Thema interessiert sein? Nein, eher nicht. Ist immer noch das Erste.
kann Margit hinter mir schockiert einatmen hören. Ich gehe mal besser wieder rein und sortiere die Ware. Passen Sie gut auf sich auf. Herr Wilde, er zieht ein missmutiges Gesicht. Sag, hast du heute Morgen die Zeitung gelesen? Ach, weißt du, ich lese die Zeitung inzwischen gar nicht mehr. Es ist nur eine Katastrophe nach der anderen. Menschen sterben wie Vieh, Städte brennen, Waisenkinder werden unter Trümmern begraben. Das ist mir einfach zu viel. Da hast du absolut recht. Trotzdem, da stand, dass die Rote Armee Kustrizin erregt hat. Er zieht an seiner Zigarette und gibt einen abschätzigen Laut von sich. Entschuldigen Sie, meine Herren. Ah, Frau Larsen. Kommen Sie, um Ihre Einkäufe auf dem Markt zu erledigen? Ich fürchte, dass momentan alles knapp ist. Bei dir klingt das so, als hätte es hier vorher viel gegeben. Nicht einmal Leberpastete. Ich habe nichts bekommen als dieses Stück Seife. Was soll ich denn mit dem ganzen Zeug tun? Im Schnee baden? Ich habe vielleicht etwas für Sie. Was wollen Sie denn tauschen? Leberpastete, Ersatzkaffee? Was soll ich denn mit Seife? Brauchen wir Seife? Na, jetzt habe ich schon mehr kennengelernt. Es ist dieser Soldat, der in unser Pass stehen wollte. Ich frage mich, warum der mit diesem Mann spricht. Wahrscheinlich will er noch mehr Arzneimittel in seine schmierigen Hände bekommen. Erbärmlich. Sieh schon wieder. Unterwegs zum spätnachmittäglichen Großeinkauf. Lassen Sie mich in Ruhe. Hui, so hart Worte. Lassen nichts an sich ran. Wir sehen uns später, Freundin Krankenschwester. Wir sehen uns später. Was soll das heißen? In jedem Telefonmasten bemüht sich sehr um Unauffälligkeit. Was kann ich für Sie tun, Fräulein? Ich würde gern etwas eintauschen. Das würden Sie also? Nun, Sie kommen mir wie eine schnelle junge Frau vor. Können Sie gewillt sein, Ihnen Waren zukommen zu lassen? Schmuggler auf dem Markt. Anscheinend treiben einige Schmuggler in der Nähe des Markts Handel. Woran haben Sie gedacht? Haben Sie irgendwelchen Zeichenbedarf? Zeichenbedarf? Ja. Haben Sie aber Glück. Ich habe eine Schachtel Bleistifte aus einem Satz für Navigatoren. Hochwertige Minen. Mit 6 Härtegraden. Wie viel? Bleistifte dieser Qualität sind nicht billig. Was haben Sie denn? Schmerztabletten hätte ich. Ich habe Schmerztabletten. Sieh mal einen an. Das ist wertvolles Zeug. Wo haben Sie das denn her? Ach, eigentlich besser, wenn ich es nicht weiß. Wir sind im Geschäft. Das hätte man wirklich nicht tun sollen. Hast du bekommen, was du wolltest? Ja. Wunderbar, ich kann es kaum erwarten, anders Zeichnungen zu sehen. Geht mir auch so. Er ist unglaublich talentiert. Hast du deine Marken alle aufgebraucht? Gerne, ich konnte ein paar aufsparen. Oh, sieh doch mal bei dem Lebensmittelstand da drüben nach. Da steht anscheinend gerade niemand an.
Vielleicht findest du da etwas anderes. An dem, da waren wir schon. Lorenzen und Co. Ein Verkäufer hat ein Auge auf die anstehenden Leute. Okay, Fräulein. Wir sind die Nächste. Uns ist das Mehl ausgegangen, fürchte ich. Wohl also, wenn Sie etwas unter der Ladentheke wollen, habe ich vielleicht etwas. Eine übrig gebliebene Flasche Glühwein. Ich weiß nicht. Ich behalte lieber meine Lebensmittelmarke. Das war genug Schwarzmarkthandel für einen Tag. Wie Sie wollen. Oh, auf dem Markt lief es besser als erwartet, oder? Freust du dich schon auf den Kamin zu Hause? Es war ein langer Tag. Es wird schon schön sein, mal einen Moment abzuspannen. Es ist schon spät. Und mein Vater will nicht, dass ich nach Einbruch der Dunkelheit draußen bin. Gut, dass mich mein Roman erwartet. Bis bald, Gerda. Es war schön, dich mal wiederzusehen. Dann ist es wohl an der Zeit, nach Hause zu gehen. Oh, aber meine Einkäufe liegen völlig durcheinander in meiner Tasche. Bringe da besser etwas Ordnung rein, bevor ich mich wieder aufs Fahrrad schwinge. So, das sollte gehen. Dann mache ich mich mal auf den Heimweg. Before the war began, even the markets in Little Tinglev were filled with gadgets from abroad, strange and wonderful fruits, and all manner of comforts which we took for granted. And then, in a flash, we entered an era of scarcity, and the luxuries vanished. Tinglev's market hung on by a thread, and the weekly shopping became an exercise in strained optimism and bursts of culinary improvisation. But for all the scarcity, we still had enough to eat. The same couldn't be said of our starving German neighbors just south of the border. Mitgefühl eins, okay. Freitag, 2. Februar 1945, 19 Uhr. The windows are shining like beacons in the darkness. Did Anders forget to put up the blackout curtains again? Wie seltsam, wessen Auto ist das? Wusste nicht, dass Anders Besuch hat. Frische Reifenspuren. Das ist ein Wagen der Gestapo. Oh nein. Anders. Oh Gott. Das nicht gut enden. Und das Fahrrad liegt halb im Schnee begraben. Er muss schon vor einer Weile nach Hause gekommen sein. Oh, große Güte. Im Schnee sind Blutflecken. Nein, 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 anders. Wird lass ihn wohl auf sein. Oh Gott. Der Boden ist voller Scherben und Matsch. Was haben die hier angerichtet? Wenn das nicht die Frau der Stunde ist. Sichere die Eingangstür, Soldat. Jawohl.
ist anders. So sieht man sich wieder, Frau Larsen. Ich muss sagen, Ihre Wohnung überrascht mich. Sehen Sie das, sich das an. Ein richtiger Schweinestall. Wo ist mein Mann? Im Schlafzimmer. Er scheint eine harte Nacht zu haben. Sie Unmenschen. Sie haben kein Recht, uns so zu behandeln. Ich schätze, damit sollten Sie sich an meinen Chef wenden. Er wartet mit Ihrem Ehemann im anderen Zimmer. Ich an Ihrer Stelle würde mich beeilen und zu ihm stoßen. Anders. Gerda, es geht dir gut. Augenblick, Frau Larsen. Sie dürfen mit Ihrem Ehemann sprechen, sobald Sie mit mir gesprochen haben. Mit Kriminalinspektor Felix Stahl. Ich bedauere, dass wir uns unter solchen traurigen Umständen kennenlernen. Was haben Sie ihm angetan? Ich fürchte, gegen Ihren Ehemann liegt eine ernsthafte Anschuldigung vor. Es gab einen Unfall in Westergrad-Fabrik. Wir haben Grund zur Annahme, dass Ihr Ehemann involviert war. Wir werden ihn für eine ausführliche Befragung in Gewahrsam nehmen müssen. Das ist natürlich nur eine Formalität. Schwierig und nicht unmöglich. Haben Sie irgendwelche Beweise? Sie scheinen eine anständige deutsche Frau zu sein. Deswegen sage ich Ihnen nicht so viel. Eine vertrauenswürdige Quelle hat sich mit beunruhigenden Informationen an uns gewandt. Der Spitze. Jemand hat Anders und den Rest des Widerstands verraten. Man könnte so etwas getan haben. Jedenfalls gehen wir, sobald meine Männer die Hausdurchsuchung abgeschlossen haben. Erlauben Sie mir wenigstens, meinen Mann zu versorgen, bevor ich Sie mitnehme. Wir haben einen Erste-Hilfe-Koffer in der Abstellkammer. Ah, natürlich. Sie sind Krankenschwester, richtig? Einer unserer Männer wurde heute Morgen in einer Praxis in der Stadt behandelt. Und zwar in der Praxis, in der Sie arbeiten. Herr Dr. Lindner, nicht wahr? So ist es. Er blickt auf seine Uhr. Sie sollten sich beeilen, wenn Sie Ihren Mann behandeln wollen, wenn wir aufbrechen. Natürlich, ich bin gleich zurück. Gott, mein Fresser. Schmuckkästchen. Und geöffnet herum. Wenn die den mitnehmen, sind wir am Arsch. Die Perlen meiner Großmutter sind weg. Wenn der Soldaten muss sie genommen haben. Perlen der Großmutter. Zerstören unser Zuhause. Er macht ein abfälliges Geräusch, sieht mich kaum an. Wie soll ich sonst sicherstellen, dass wir keine Schmuggelware verstecken? Bin nur gründlich. Ist das auch Teil Ihrer Arbeit, Zivilisten zu bestehlen? Ja, in diesem Loch gibt es nichts, das stehenswert wäre. Die Perlenkette meiner Großmutter ist weg. Da verdiene ich etwa keinen Lohn für den Scheiß, den ich für die machen muss. Er holt die Kette aus seiner Tasche und zögert sie zwischen den Fingern. Das muss schief gehen. Oh Gott, das geht richtig gut. Was zum... Ha, ich habe ihm die Kette aus der Hand gerissen, bevor er auch nur einen Muskel rühren konnte. Sie haben Mumm, das muss ich ihm lassen. Aber es ist nicht klug, Soldaten so anzuschauen, Mautzen. Nix ist das. Mein Spiegel. Er wühlt durch die Regale. Sehen Sie unsere Ermittlung nicht. Wo ist denn das Zeug? Nein, ich glaube, sie brechen auf. Ich muss zurück ins Schlafzimmer. Wo ist das Mittel? Ich habe nichts gefunden. Oder hast du nicht? Ich fürchte, wir müssen los.
Warten Sie, ich muss mich noch verabschieden. Es tut mir leid. Die Zeit hat nicht gereicht. Keine Sorge. Er versucht es zu verbergen, aber ich kann ihn ansehen, wie es weh tut, wie weh es tut. Ich werde schon wieder. Nein, wirst du nicht, verdammt. Wir haben die Durchsuchung abgeschlossen, Herr Kriminalinspektor. Es ist nichts Belastendes im Haus zu finden. Nun gut. Dann ist es wohl an der Zeit für uns aufzubrechen. Von Last verabschieden Sie sich bitte von Ihrem Mann. Das können Sie nicht machen. Er hat nichts Unrechtes getan. Es muss eine Verwechslung sein. Gerdi. Bitte hab keine Angst. Ehe du dich versiehst, bin ich wieder da. Warum sieht mich anders so eindringlich an? Gerda, vergiss nicht, heute die Hühner zu füttern. Aber er hat ihn nicht schon heute Morgen Futter gegeben? Ich vergesse es nicht. Er zwinkert mir zu. Mhm. Da hat er wohl was versteckt. Also gut, sie hatten genug Zeit. Wir müssen los. Bis bald, Kelly. Es wird nicht lange dauern. Eine letzte Sache noch, Frau Larsen. Es wäre gut, wenn Sie morgen mal in unserem Hauptquartier vorbeischauen. Idealerweise als erste Amtshandlung des Tages. Ich möchte Ihnen einige Fragen stellen. Und wenn Sie sich als zugänglich erweisen, lässt sich vielleicht einrichten, dass Sie Ihren Mann besuchen können. Das werde ich nicht vorlesen. Anders ist Fuchs. Das Haus ist so still. Was soll ich jetzt bloß tun? Die Hühner. Unverendetes Mittagessen. Woanders, du konntest noch nie bis zum Abendessen warten. Dann gehen wir mal zum Hühnerstall, würde ich sagen. Hühnertrick, er lebt am Boden. Und es hat wieder die Hühner ins Haus gelassen. Ich habe ihm versichert, dass der Stall draußen warm genug ist. Und Gerdi, können Sie nicht wenigstens ein bisschen hier reinkommen? Nächstes Mal putzt du hinter Ihnen, Herr Anders. Nächstes Mal. Medikamente habe ich nicht gefunden, dass wir helfen konnten. Ich habe in meinem Beruf schon einige furchtbare Dinge gesehen, aber beim Anblick von allem das Blut dreht sich mir den Magen um. Ein verlorener Handschuh. Ein einzelner Handschuh blutet aus dem Schnee hervor. Anders Handschuh ist von seinem Lieblingspaar. Wie oft habe ich ihm die schon geflickt? Warum hat er denn die draußen gelassen? Er ist voller Hühnerfutter. Sollte die Hühner füttern, hat er gesagt. Ich frage mich. Nehme den Deckel ab und taste mit den Fingern um Getreide herum. Da ist etwas drin. Umstand mit Papieren. Ein Brief von Anders. Meine geliebte Frau, wenn du dies liest, würde das unser Einsatz verraten wurde. Ich hatte mir geschworen, dich nie in unsere Angelegenheiten hineinzuziehen. Doch nun muss diesen Schwur etwas abändern. Du musst den Sperling dieses Papieres bringen. Mit dem Sperling diese Papiere bringen. Die benötigen sie dringend, uns beenden, was wir begonnen haben. Sobald du sie übergeben hast, denk nicht weiter daran. Bitte, Gerdi, es tut mir leid, dass ich dich um so etwas bitten muss. Und diese Papiere sind für unsere Sache von größter Wichtigkeit. Auf ewig Anders. Danach haben sie im Haus gesucht. Text auf den anderen Blättern ist durcheinander. Er ergibt für mich keinen Sinn. Mein lieber Mann, wo bist du da nur hineingeraten? Moment, da steht auch etwas auf der Rückseite des Briefes. Kümmere dich auch um die Entchen. Ich habe sie dort gelassen, wo wir letztes Mal unterkamen. Erst Sperling und dann jetzt Entchen? Hoffentlich verstehe ich das alles morgen früh etwas besser. Ich muss einfach.